Seid gegrüßt zu einer neuen Folge von The Longest Journey. Ja, in der letzten Folge haben wir einen neuen Begleiter bekommen, und zwar Krähe. Und ich muss sagen, es ist doch echt klasse, endlich mal einen Begleiter zu haben, auch wenn er nicht immer da ist. Schauen wir mal, ob wir ihn gleich rufen können, ob wir mal ein bisschen mit ihm reden können. Und kommt er? Er scheint nicht da zu sein. Ich versuche später nochmal. Okay, wir können ihn nicht immer und überall rufen. So, dann schauen wir uns hier mal um. Ich höre auf jeden Fall mal Wasser. Eine Brücke über ein Dings. Wer oder was ist das? Oh weh mir. Bitte, Mensch, bring mich nicht um. Ich habe das Lied der Erde noch nicht gesungen. Dein Pelz sieht aber schön weich aus. Nee, das machen wir natürlich nicht. Wir sind nicht gemein. Keine Bange, ich werde dir nichts tun. Oh, das sind gute Neuigkeiten. Sehr gute, in der Tat. Wer bist du? Ich bin April Ryan. Und wie heißt du? In meiner Sprache heiße ich Bandu Umanu Banta Aurubana Biotan Bina Ort. Der Kleine, der sich redlich bemüht, genauso wie sein Vater zu leben, der das Lied der Erde singt. Das ist aber lang. Wie soll ich dich denn nennen? Du kannst mich Ben Bandu, den traurigen Kleinen, nennen. Banda ist der Name meines Volkes. Wir sind die Kleinen. Hallo Ben Bandu. Die Maulwurfsleute, genau, das ist, von denen haben wir ja gelesen, das müssten die wahrscheinlich sein. Nennt man euer Volk nicht die Maulwurfsleute? So nennen uns die Bauern und Stadtbewohner. Sie sagen das mit einem Unterton: Maulwürfe, Schmutzgräber. Sie mögen uns nicht besonders. Unser richtiger Name ist Banda, die Kleinen, oder Banda Banta, die Kleinen, die das Lied der Erde singen. Okay. Was ist das Lied der Erde? Oder wie singt ihr das Lied der Erde? Wie singt ihr das Lied der Erde? Wenn wir alt genug sind und unsere Stimme gefunden haben, singen wir einfach und die Erde verformt sich nach unseren Bedürfnissen. Wir leben im Einklang mit der Erde, wie die Vögel in der Luft. Warum bist du so traurig, Ben Bandu? Ich suche meinen Bruder. Er ist vor vielen Tagen in den Wald gegangen und ich habe ihn nicht singen hören. Unsere Leute gehen nicht oft in den Wald. Er ist gefährlich für uns. Du hast nicht zufällig meinen Bruder gesehen. Er ist ungefähr so groß wie ich, hat einen braunen Pelz und so ein schelmisches Glitzern in den Augen. Du bist der erste Maulwurf, der erste Banda, den ich getroffen habe. Oh weh, ich hoffe, dass ihm nichts fehlt. In diesem Sommer sind viele unserer Leute verschwunden. Was ist denn mit den verschwundenen Banda passiert? Das wissen wir nicht, aber in diesem Wald ist etwas Böses, das die Banda nicht leiden kann. Ich dürfte gar nicht hier draußen sein, aber ich muss meinen Bruder finden. Wenn ich ihn sehe, sag ich ihm, dass du ihn suchst. Oh, ich danke dir. Ich danke dir wirklich vielmals. Viel Glück bei deiner Suche, Ben Bandu, trauriger Kleiner. Auch ich wünsche dir viel Glück, April. Wenn du meinen Bruder siehst, sag ihm bitte, er soll nach Hause kommen. Wir machen uns alle große Sorgen. Das werden wir doch machen. Falls wir ihn sehen sollten. Ah, sie ruft den Raben. Hallo, Krähe. Hey, Krähe, würdest du mir einen Gefallen tun? Ich war zwar mit einem jungen Spatzen verabredet, aber was soll's. Sagtest du Gefallen? Sicher doch, solange es nicht besonders, oder sagen wir, nicht im Entferntesten gefährlich ist. Ich hab's gern ungefährlich. Keine Sorge, du sollst nur mal über den Wald fliegen, ob du nicht Ben Bandus Bruder aus der Luft entdecken kannst. Ben wer? Den Maulwurf, den ich gerade kennengelernt habe. Ich dachte, du beobachtest mich. Passt du denn nicht auf? Nein. Hast du Maulwurf gesagt?
Das sind wilde Tiere und viele von ihnen fressen sogar Vögel. Krähe, ich esse Vögel, du wahrscheinlich auch. Ich liebe Ente in Orangensoße. Tja, ich verstehe, was du meinst. Also suchen wir den Maulwurf. Ja, sie heißen übrigens Banda. Das habe ich nie begriffen. Es heißt nicht Tyrox, sondern Tyren. Sagt nicht Hühnchen, sagt Vogel. Sagt nicht Torte, sondern Frau. Das ist für einen einfachen Mann der Lüfte wie mich zu kompliziert. Halt nur Ausschau nach dem verlorenen Maul, dem verlorenen Bandu, okay? Jawohl, Gnefrau. Bin mal gespannt, ob er den findet. Früher oder später werden wir wahrscheinlich uns damit noch beschäftigen müssen. Nehme ich doch mal sehr stark an. Die Brücke ist kaputt. Mist. Ah, okay, als ich schon Brücke gesehen habe, dachte ich, jetzt kommt wahrscheinlich ein Troll raus und verlangt Brückengeld. Hatten wir noch was Neues im Tagebuch? Ja, hatten wir sogar. Heute habe ich meinen ersten Banda kennengelernt. Maulwurf-Mensch darf man nicht zu ihm sagen. Er heißt Ben Bando und ist süß, aber sehr traurig. Ben hat im Wald nach seinem verschwundenen Bruder gesucht. Ich habe Krähe gebeten, auch nach ihm Ausschau zu halten. Ich werde auch nach ihm suchen. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Der Wald scheint ziemlich gefährlich zu sein. Die Brücke ist völlig zerstört. Schlecht. Die Ränder sind verbrannt. Das war kein Hochwasser oder einfache Abnutzung. Ich muss einen Weg auf die andere Seite finden. Diese Schlucht ist einfach zu tief und der Fluss zu reißend. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwie hier rüberkommen. Die Frage ist nur, wie. Die Straße geht auf der anderen Seite weiter. Ich muss unbedingt die Schlucht überqueren. Vielleicht müssen wir wirklich diesen Bruder von Banda, Ben Banda, finden. Und vielleicht kann er uns da weiterhelfen. Das heißt also zurück in den Wald. Na, gehen wir mal nochmal zurück in den Wald. Oh, da ist doch eine alte Frau. Es hat sich also was getan. Eine Frau, glaube ich. Eine alte Frau. Sie scheint Schmerzen zu haben. Oh, bitte, schöne Frau, bitte, bitte hilf mir. Ich bin gestürzt und kann nicht allein aufstehen. Was ist denn passiert? Ich habe Knochen, Beeren gesammelt für meine Suppe und Blumen. Ja, wunderschöne Blumen. Aber ich bin über eine dicke Wurzel gestolpert und habe mir den Knöchel verstaucht. Ach, tut so weh! Bitte hilf mir! Okay, das ist jetzt etwas klischeebehaftet von der bösen Hexe, die einen kochen will. Ja. Wer bist du? Och, ich bin niemand, einfach niemand. Nur eine alte Frau, die Beeren sammelt. Beeren für die Suppe, mit der sie ihre Gäste füttern kann. Ihre Gäste füttern und sie mächten für den langen Winter. Oh, Mann, oh Mann. Dazu fällt mir jetzt gerade nichts ein. Warum verschluckst du deine Worte ständig? Weil ich eine alte, gebrechliche, vergessliche Frau bin, ja. Ja, ja. Wo wohnt sie denn? Wo wohnst du denn? Ich wohne nicht weit von hier, nein, nicht weit von hier. Hilf mir nach Hause, ich koche uns eine feine Suppe. Versprochen, hilf mir, nur nach Hause. Dort werde ich dich für dein Mitleid belohnen, ja. Du sollst eine Belohnung bekommen. Ja, wahrscheinlich, weil wir in dem hier eingekerkert werden. Tut mir leid, ich bin beschäftigt. Nein, nein, bitte. Bitte hilf einer alten, gebrechlichen Frau nach Hause. Aber ich schätze mal, wir müssen das machen. Wir haben wahrscheinlich keine andere Wahl. Naja, gut, dann machen wir es halt mal. Auch wenn das... Bitte, bitte hilf mir so nach Hause. Offensichtlich ist, was passieren wird, aber... Oh, geht es jetzt gar nicht mehr? Bitte... Bitte hilf mir nach Hause. Okay, warum geht... Ah. So geht das.
immer noch deine Hilfe, Molliger Pudding. Schönes Mädchen. Ich kann nicht allein nach Hause laufen. Hilf mir. Ich koche dir eine gute, dicke, cremige Suppe. Ich werde langsam selbst hungrig. Okay, dann soll sie mir den Weg zeigen. Zeig mir den Weg, Madam. Ja, gehen wir. Geh mir einfach nach, mein süßer Spatz. Ach, April. Es ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Aber ich glaube, wir haben gar keine andere Wahl. Aber vielleicht sind ja auch die gefangenen Pandas drin. Ein kleiner, gemütlicher Bau. Wie eine Hobbithöhle. Oh, jetzt wird auch noch der Vergleich mit Hobbits gezogen. Naja, gut, dann gehen wir wohl mal rein. Auch wenn mir das nicht wirklich gefällt. Die sehen nicht sehr essbar aus. Eher krebserregend und eklig. Sie sehen krebserregend aus. Ich fasse sie lieber nicht an. Sie sehen krebserregend aus. Ich fasse sie lieber nicht an. Hätte ja funktionieren können. Tritt ein, verehrter Gast. Ich will nur schnell die Fülle, meine Suppe prüfen. Ja, meine dicke, köstliche Suppe. Oh je, was ist denn das? Diese Suppe ist nicht gut genug als Füll, um sie einem Gast, der so drall, so gut gewachsen und so köstlich, gern gesehen ist wie du, meine Liebe. Bleib ein Weilchen hier. Ich gehe mehr Beeren und Kräuter für mein Füll, meine Suppe pflücken. Halt, warte. Was ist mit deinem verstauchten Knöchel und deinem kaputten Rücken? Ach, April. Weißt du das wirklich nicht? Was für eine merkwürdige Frau. Verstehst du wirklich nicht, was hier los ist? Andererseits können wir uns jetzt hier in Ruhe mal umschauen. Hier stimmt irgendwas nicht. April, auch schon gemerkt. Beispielsweise diese Schädel. Die sehen verdächtig menschlich aus. Ach, April. Was ist das für ein Geräusch? Wo kommt das her? Werden wir noch rausfinden. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ein kleiner menschlicher Schädel, wie von einem Kind. Lieber Himmel. Können wir den mitnehmen? Tatsächlich. Okay, was haben wir sonst noch hier? Komische Einrichtung. Was sind das für Sachen? Sie sehen aus wie... Ist das Blut? Was tut dieses Monster den Leuten an? Naja, zum Essen verarbeiten. Und wahrscheinlich ist die Tür jetzt auch abgeschlossen. Ein Fenster, aber zu eng für mich. Da komme ich nicht raus. Ich kann da nicht raufklettern. Außerdem bin ich für das kleine Fenster viel zu groß. Okay, dann können wir hier raus? Würde das noch gehen? Die Tür ist von außen verschlossen. Naja, das dachte ich mir doch. Moment mal, die Tür ist abgeschlossen? Hilfe, die Tür ist abgeschlossen. Ich sitze in der Falle. So, sieht's wohl aus. Ich will erstmal den Schädel mal genauer anschauen. Wer mag das gewesen sein? Halt, das ist mir zu morbide. Okay. Was haben wir sonst noch? Ein großer Feuer? Kamin mit einem lodernden Feuer. Gemütlich. Die Schale kann man nicht anschauen. Da haben wir noch... Ein lockeres Dielenbrett. Okay, da können wir noch nichts mitmachen. Wahrscheinlich später. In den Regal haben wir nichts. Okay, das war's wohl. Dann haben wir hier noch den Schränkchen. Da haben wir einen Besen. Gut. Dann schauen wir uns das Schränkchen an, daher kommt es wahrscheinlich. Sieht wie ein stabiles Möbelstück aus. Es ist von einer Kette umgeben. Da war wieder so ein leises Klopfen. Ich sag doch, das kommt bestimmt aus dem Schrank. Fest verschlossen. Was war das?
Es hörte sich an, als wäre jemand in diesem Schrank eingesperrt. Da haben wir noch einen Besen. Ein Besen. Aber nach dem, wie es hier aussieht, wird er nicht oft benutzt. Es ist zu groß, um es hier herumzuschleppen. Aber vielleicht kann ich es hier irgendwo im Zimmer benutzen. Ja, mit dem Schrank zum Beispiel. Oh, weh mir. Ich dachte es mir doch. Wer bist du? Wirst du mich fressen? Ich heiße April. Ich bin hier, um dich zu retten. Oh weh, hat mein Stamm dich geschickt? Gewissermaßen. Ich habe deinen Bruder Ben Bandu getroffen. Ben Bandu? Bandu Umanu Banta Aurubana Biotan Binaort? Ich glaube schon. Er sagte, ich solle ihn Ben Bandu nennen. Weil er meinetwegen traurig war? Er wird froh sein, wenn er erfährt, dass du mich gerettet hast. Ja. Aber damit könnte es ein klitzekleines Problem geben. Der Gribbler hat dich auch gefangen? Ich fürchte ja. Er, sie, was auch immer, hat mich überrumpelt, obwohl ich freiwillig hierher gekommen bin. Genauso arbeitet der Gribbler. Es ist eine sie. Sie lockt Banda und Menschen in ihr Haus und dann kocht und frisst sie ihre Opfer. Keine freundliche alte Dame. Wie heißt du eigentlich? Bandu Uta Matuta Uitan Ayama Binaort. Oh, das kann ich mir schlecht merken. Darf ich dich Bandu Uta nennen? Oh ja, ja, das wäre schön. Wir Banda haben lange Namen. Genauso lang wie unsere Tunnel. Du kannst mir später mehr über dein Volk erzählen. Jetzt müssen wir erstmal einen Weg hier rausfinden. Gut, ein neuer Tagebucheintrag. Ich bin ausgetrickst worden. Ich hätte merken müssen, dass mit der alten Frau was nicht stimmt. Ich hab's gemerkt, ich hab auch was gesagt, aber April wollte ja nicht auf mich hören. Da sabbert sie herum, redet von Gefangenen anstatt von Gästen und ihre Riesenzähne hätten ihr gleich auffallen müssen. Mann, wenn man alte Damen, die sich im Wald den Knöchel verstaucht haben, schon nicht mehr trauen kann. Hänsel und Gretel, ich kann euch ja so gut verstehen. Aber im Ernst, ich muss hier rauskommen, bevor die alte Hexe wiederkommt. Fragt sich nur, wie? Oh weh, was sollen wir denn jetzt tun? Ben Bandus Bruder, Bandu Uta. So, haben wir jetzt irgendwas Neues noch gekriegt? Ist vielleicht noch was im Schrank drin? Doch nicht so stabil. Doch nicht so stabil. Ein Besen. Okay, den Besen können wir auch nicht mehr benutzen. So, wir hätten jetzt noch zwei Sachen. Wir haben hier diese Latte. Ah, jetzt kann ich sie benutzen. Jetzt geht's. Dann hätte ich gesagt, probieren wir mal aus, die Latte zu benutzen. Ansonsten hätte ich noch eine Idee gehabt, beim Fenster die Flöte zu benutzen, um Krähe zu holen. Dass der für uns vielleicht helfen kann. Aber ich würde sagen, das probieren wir dann in der nächsten Folge. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.